Menschenrechte sind universell und sie gelten immer und überall. Und niemand von uns muss sich zu einer Gefahr machen lassen. Niemand von uns muss sich zu einem Objekt machen lassen. Wir sind Subjekte, wir sind Menschen und wir haben das Recht zu leben. Ich spreche in diesem Zusammenhang auch eine klare Warnung an die Regierung aus. Ich kriege ja relativ gut mit, was passiert. Und ich kriege mit, wie viele Menschen sich dieser Widerstandsbewegung anschließen. Wenn ihr wollt, dass das Ganze friedlich endet, wenn ihr wollt, dass das Ganze politisch endet, dann hört auf Menschen wie Klaasen Ratz, dann guckt euch an, wer da alles auf der Straße unterwegs ist und redet mit denen. Genau das, was meine beiden Vorredner gerade gesagt haben. Die Regierung hat noch eine Möglichkeit, nämlich sich jetzt mit uns hinzusetzen. Es wird, glaube ich, nachher noch eine Initiative geben, sich mit uns hinzusetzen und mit uns zu sprechen. Denn noch so ein Jahr wird nicht friedlich verlaufen und ich möchte, dass es friedlich verläuft. Aber wenn die Regierung weiterhin uns die Rechte nimmt, werden wir sie uns zurückholen. Und das sogar mit Recht. Dankeschön. Wir haben in diesem Land mit eurer Kraft, mit eurem Willen und eurem Mut und mit eurer Liebe zu dieser Heimat die gleichen und fairen Chancen, wenn wir sie uns nehmen. Sondern Menschen, die in dieses Land gekommen sind, die sich hier eine Existenz aufgebaut haben und die gemeinsam mit uns für unser Grundgesetz streiten wollen und es genauso wie wir akzeptieren, liebhaben und für diese Rechte gemeinsam mit uns auch auf diesem Platz stehen heute. Lea hat mittlerweile Angst, in Deutschland zu sagen, dass sie Jüdin ist. Lea sagt aber, weil sie genauso maßnahmenkritisch ist, immer wenn sie die Maßnahmen kritisiert, dass sie Jüdin ist. Lasst es bitte euch sacken, was dieser Satz beinhaltet. In einem freien Land, dass man sich rechtfertigen muss mit seiner Herkunft, um eine Kritik in einer Demokratie üben zu können. Und deswegen